dieses Video zum Gutschein einlösen, knüpft natürlich an bestehende Videos hierin an, und zwar Artikelrücknahmen und natürlich Gutscheine erstellen. Ich empfehle Ihnen, diese Videos, insofern Sie es noch nicht gesehen haben, bitte sich anzusehen. Okay, wir wollen jetzt einen Gutschein einlösen, wunderbar. Wir holen uns einen Artikel rein, ich nehme jetzt irgendwas, ich sage jetzt, ich verkaufe jetzt diesen Schlauch und sage übernehmen. Ich bestätige die Stückzahl, weil wir in den Systemeinstellungen ja die Stückzahlabfrage aktiviert haben. Und nun gehe ich auf Bezahlen. Ich gehe auf Gutschein einlösen und Sie haben nun eine Auswahl mit den von Ihnen erstellten Gutscheinen. Wir nehmen den Gutschein mit 20 Euro und sagen übernehmen, ich will ihn einlösen. Sie haben nun einen ursprünglichen Zahlbetrag von 49,99 abzüglich eines Gutscheins in Höhe von 20 Euro mit einem verbleibenden Restbetrag. Selbstverständlich können Sie erneut auf Gutschein einlösen klicken und können dann einen Gutschein auswählen, den Sie durch Übernehmen bestätigen bzw. hier in das Bezahlungsfenster übernehmen. Wir haben nun eine Zahlungsreduzierung aufgrund der eingelösten Gutscheinsumme, das heißt unseren 20 und 22 Euro, was nun 42 Euro ergibt und wir nun einen Restbetrag von 7,99 haben. Ich sage es, hier habe ich mit Barbezahlung und sage weiter und das Ganze wieder in DIN A4, damit Sie einfach sehen, was passiert. Wir haben hier einen Zahlbetrag, wir haben abzüglich Gutscheine und wir haben einen Zuzahlenbetrag mit einem Bekommen- und einem Rückgeldinformationsfeld. Okay, so einfach können die Gutscheine eingelöst. Das Ganze ist natürlich jetzt nur nicht die halbe Wahrheit, sondern nur wiederum eine Möglichkeit. Sie haben in Wabi Profi 3 selbstverständlich auch die Möglichkeit, Teileinzahlungen zu tätigen. Oder Teileinlösungen, Verzeihung. Ich wähle jetzt mir meinen Testartikel mit 20 Euro aus und verkaufe den. Nun sage ich bezahlen und ich will jetzt einen Gutschein einlösen. Wir wählen nun bewusst einen Gutschein, der höher ist als die eigentliche Zahlsumme, in unserem Beispiel 18 Euro. Ich nehme jetzt meinen Gutschein hier in Höhe von 33 Euro und sage übernehmen. Wabi Profi 3 prüft nun, ob das sein kann oder ob das so richtig ist. Er sagt, eine Überzahlung durch den Gutschein ist erfolgt. Bedeutet, der Gutschein ist größer als die Zahlsumme. Steht auch nochmal hier, der einzulösende Gutscheinbetrag 33 ist größer als die Zahlsumme 18. Stimmt das so? Nun können Sie sagen ja oder nein. Standard steht es auf nein. Wenn Sie Enter drücken, wird der Vorgang abgebrochen. Und hinterlegte Gutscheine sind entfernt und müssen dann gegebenenfalls neu zugeordnet werden. Wenn wir diese Abfrage mit Ja bestätigen und uns im Barverkauf befinden, wird automatisch die Aktion ausgeführt und der Vorgang abgeschlossen, weil wir ja nun eine Überzahlung des Betrages haben und somit nicht separat auf Weiterklicken müssen. Sie haben das ja bei dieser Sicherheitsabfrage gemacht. Wir sehen nun, dass unser Gutschein mit der Nummer 5, der ursprünglich 33 Euro hatte, das sehen wir auch hier, Originalgutscheinbetrag 33, nun um die Mitnahmesumme des Artikels 18 Euro reduziert wurde, somit haben wir einen Restgutschein in Höhe von 15 Euro. Das Ganze können wir auch sehr, sehr schön in den Gutscheinkopien sehen. Hier haben Sie für den Gutschein 5 einen Originalbetrag von 33 und einen Restbetrag von 15 Euro, der noch zum Einlösen zur Verfügung steht. Und das machen wir jetzt auch. Wir holen uns einen Artikel, egal was. Ich nehme jetzt einfach mal die Hose und sage bezahlen. Ich will meinen Gutschein in Höhe von 15 Euro einlösen und sage übernehmen. Und wir sehen, dass der Gutscheinbetrag, also der Restbetrag von den 89,95 abzüglich 15 Euro Restbetrag einen Restzahlbetrag von 74,95 ergibt. Nun sage ich wieder bezahlen und weiter. Getätigte Gutscheine können Sie jederzeit in den Auswertungen einsehen, und zwar in der Gutscheinhistorie. In der Gutscheinhistorie haben Sie eine Liste aller erstellten Gutscheine, die Sie dann anklicken können. Sie erhalten darunter unmittelbar eine Übersicht mit den dementsprechenden Bonnummern oder dementsprechenden Rechnungsnummern, bei denen Sie den Gutschein eingelöst haben. Denn Sie können natürlich einen Gutschein in Bar, in EC, in einer Rechnung einlösen. Nun sage ich Bonkopie und wir springen automatisch zu der Kopie, in der der Gutschein eingelöst wurde. Und wir sehen, dass der Gutschein Nummer 5 hier in Höhe mit 18 Euro eingelöst wurde. Auch sehen wir in der Bon Nummer 7, dass hier der Gutschein mit dem Restbetrag, mit dem Gutschein-Einlösebetrag in Höhe von 15 Euro eingelöst wurde. Somit ist es für Sie oder für einen Prüfer jederzeit reproduzierbar,
Und Sie können sagen, pass mal auf, da habe ich es eingelöst. Auch können Sie natürlich einem Kunden gegenüber, der sagt, hey, ich habe aber einen Gutschein, ich finde nimmer, da muss ich nur einen Restbetrag drauf haben, dann können Sie hier eindeutig nachweisen, dass Sie sagen, lieber Kunde, dein Gutschein 5 hast du hier am 4.3. einmal mit 18 Euro und am 7. also und ebenfalls am 4.3. in Bon Nummer 7 mit 15 Euro eingelöst. Also alles leicht reproduzierbar. Wenn Sie beim Gutschein erstellen die Option Gutschein auf Rechnung gewählt haben, wird es jetzt sehr interessant. Okay, wir sagen, also Sie haben, wir nehmen einen beliebigen Artikel, ist doch egal. Wir nehmen jetzt den für 99 Euro und wollen einen Gutschein einlösen. Ich sage hier, Toolbox Gutschein einlösen. Ah. Ja. Manchmal wird man betriebsblind, Verzeihung. Ich gehe natürlich auf Bezahlen und sage Gutschein einlösen. Nun will ich den Gutschein in Höhe von 44 Euro einlösen. Dieser Gutschein, haben wir bei der Erstellung des Gutscheins gesagt, wir bezahlen ihn per Rechnung. Ich klicke auf Übernehmen. Und jetzt sagt er, hey, das geht nicht, weil die Rechnung zu dem Gutschein noch nicht bezahlt wurde. Ich rekapituliere das Ganze nochmal, damit Sie es auch nochmal sehen. Toolbox. Ich will einen Kunden aus hier, ausgewählten Kunden übernehmen. Nun sage ich Gutschein erstellen und zwar in Höhe von 66 Euro per Rechnung. Wenn Sie diese Variante ausgewählt haben, haben Sie zwar einen neuen Gutschein erstellt, der ist allerdings noch nicht aktiv. Denn es könnte sein, wie es schon bei einigen von Ihnen ist, da ruft jemand bei Ihnen an, sagt, hey, ich bin der Sepp, kennst mich ja, ich brauche jetzt schon einen Gutschein für meine Schwägerin. Stellen dann aus, schickst ihn ihr bitte zu. So, und das ist genau die Situation. Das heißt, Sie verbuchen, also Sie erstellen einen neuen Gutschein auf eine Rechnung eines Kunden wohlgemerkt. Der Kunde muss vorhanden sein, denn nur ein ausgewählter Kunde ist natürlich Empfänger einer Rechnung, eines Lieferscheins, Angebots und so weiter. Okay, dann schicken Sie also quasi den Rainer Franz den Gutschein. Der kann das bezahlen und wenn das bezahlt ist, ist dieser Gutschein freigegeben. Das machen wir jetzt ganz einfach. Das ist jetzt zwar, ich gehe jetzt ein kleines bisschen weit vor, aber es ist egal. Ich sage, dass dieser Gutschein, also dass diese Rechnung hier bezahlt worden ist, weil jetzt der Franz kommt und sagt, hey, ich zahle dir das Geld gleich. Dann können Sie auf Barzahlung gehen, Zahlung übernehmen. Naja, okay. Dann ist der Gutschein bezahlt. Nun sollten wir den Gutschein einlösen können. Ich nehme jetzt wieder meinen Artikel. Sag bezahlen, Gutschein einlösen und versuche nun diesen Gutschein Nummer 7, der bis gerade eben noch nicht verrechenbar war, weil diese Rechnung ja noch nicht bezahlt wurde, in den Verkauf einzulösen. Nun sage ich übernehmen. Und nun kann dieser Gutschein Nummer 7 auch verrechnet werden, weil die Rechnung dazu abgeschlossen wurde, das heißt sie wurde bezahlt. Somit ist der Gutschein für eine weitere Verrechnung freigegeben und Sie können ihn hier an dieser Stelle ganz, ganz bequem verrechnen. Auch können Sie zwischen Bar und DCs hin und her switchen und Wabi Profi 3 weiß, ein hinterlegter Gutschein ist auf die Zahlsumme anwendbar oder abzuziehen und dabei spielt es keine Rolle, ob es jetzt eine Bar- oder EC-Zahlung ist. Nun kann ich sagen weiter, Zahlung akzeptieren und fertig. Wenn wir uns das hier anschauen, dann haben wir hier einen Gutschein in Höhe von 66 Euro mit der Gutschein Nummer 7 eingelöst. Ja, das war es eigentlich schon zu den Einlösen von Gutscheinen. Und in einem weiteren Video, das ich Ihnen auch ans Herz legen möchte, erkläre ich Ihnen, wie sich Mehrwertsteuersätze beim Einlösen von Gutscheinen verhalten. Bis dann!